Es ist eine Wissenschaft für sich. Die Preise werden in der Münchner Großmarkthalle jeden Tag neu berechnet. Wie viel ist auf dem Markt? Was hat die Konkurrenz so im Angebot? Und wie schaut die eigene Ware aus? All das haben die Händler im Blick, um schnell reagieren zu können. Extremes Wetter wie heuer im Sommer sollte sich da direkt auswirken, könnte man meinen. Doch auch dieser Markt ist längst international. Wir haben natürlich das Problem, dass jetzt vielleicht aus dem Ausland, dann, wenn es da Ware gibt, dann kommt es halt vom Ausland. Ja. Und dann stehen wir hier und haben trotzdem wenig Ware und die Preise sind jetzt nicht, also nicht in der Zahl hochgegangen, wie wir es eigentlich bräuchten. Ja. Wir haben vielleicht bei ein paar Sachen ein bisschen mehr gekriegt, ja, aber es hat das nicht ausgeglichen. Beim Salat, heißt es, sind die Preise seit Jahren schlecht. Es herrsche schlicht Überangebot. Das gilt diesen Herbst auch für Äpfel, die letztes Jahr noch knapp und teuer waren. Also der Sommer war generell sehr heiß. Dadurch haben wir eine Überproduktion gehabt an Äpfeln und Zwetschgen. Und die Leute haben sehr viel eigene Ware gehabt im Garten. Die haben weniger gekauft, das hat man im Preis gesehen. Also die Äpfel waren sehr, sehr günstig oder sind immer noch so günstig. In der Halle kaufen vor allem Standelbesitzer und Gastronomen. Da funktioniere der Markt noch halbwegs. Anders dagegen bei den großen Supermärkten. Deren Angebote hätten mit den realen Preisen nicht mehr viel zu tun. Durch das, dass die ganz andere Mengen kaufen, natürlich anders einkaufen. Gell? Ja, und da merkst du es halt dann schon. So wird bei einem Eissalat manche Märkte für 59 Cent verkaufen, müssen wir 1,30 Euro für einen Salat, für einen Eissalat zum Beispiel, jetzt verlangen. Ja, das sind natürlich schon Welten. Gell? Direkt hinter der Großmarkthalle wurde am Freitag ein Turm aus Orangen gebaut. Noch einmal eine ganz andere Welt. Es war ein Symbol für eine Großspende an die Münchner Tafel. Rund 20.000 Bedürftige bekommen hier jede Woche ihre Lebensmittel. Nicht immer reichen die Sachspenden. Es gibt Jahreszeiten, da haben wir Probleme. Also gerade das Obst und natürlich das Gemüse und der Salat. Das ist immer schwer jahreszeitenabhängig und dann müssen wir halt gewaltig zukaufen, soweit eben die Spenden, von denen wir ja auch leben, soweit die reichen. Bei abgepacktem Essen ist es einfacher, bei frischer Ware stößt das Prinzip der Tafel an seine Grenzen. Das sind unsere neuralgischen Punkte, weil das natürlich sehr schwierig ist, das, was die Supermärkte aussortieren, das ist nur zu einem kleinen Teil noch zu gebrauchen und hält dann halt auch nur kurz. Wir müssen die Leute aber immer für eine Woche versorgen. Wenn ein Spender auf die Lebensmittel noch einen Scheck drauflegt, hilft das also gleich doppelt. Denn bei Obst und Gemüse ist auch die Tafel angewiesen auf die Gesetze des Marktes.